Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Übert. Hier. Wir werden hier Spionage hoffen in Belfast. Belfast. Werden wir annehmen und einen Spion absetzen. Mal schauen, wie wir zerfetzt werden. Okay. Neue Befehle. Jawohl, der Herr. Da ist mein Spion. Und wo ist jetzt dieses Belfast? In England oben, logischerweise. Welcher war denn das? Hä? Der hier ist es, oder? Nee. Spiele ich jetzt? Wo war denn dieser Belfast? Hier ist er. Oh Gott. Uiuiuiui. Das wird der was werden. Wo ist denn hier die Schnellreise-Dings? Dass ich da hochdruckern kann. Ich bin hier. Wo ist die Schnell... Hier. Tuk, tuk. Hoher See. Legen Sie den Kurs an. Hier rüber soll ich... Ja, ist glaube ich sicherer von da reinzufahren, hä? Sichtkontakt, wer sieht mich denn? Schneller, schneller! Ich habe ja gespeichert gehabt, gell, oder? Globisch. Globisch, ich glaube, ich habe schon gespeichert, gell? Aber jetzt fahre ich hier erstmal. Fahre ich hier. Ach, so müde. Fahre ich hier erstmal ran. Im Dienst. So müde. So nah wie es geht. Eieiei, hackt auf seiner Tastatur hier rum. Melde mich zum Dienst. Zeit für eine Pause. Hier mal speichern, dass ich schon mal in der Nähe bin. Ich bin mir fast zu 80% Zeit für eine Pause. Sicher, dass sie mich versenken werden. So müde. Guck mal hier, Fünfer. So. So. Melde mich zum Dienst. Wechseln auf E-Motor. Melde mich zum Dienst. Im Dienst. Hm, so müde. Im Dienst. Okay, hier war ich glaube ich noch nicht. Nee, hier war ich noch nicht, oder? Wo ist denn hier? Melde mich zum Dienst. Zeit für eine Pause. Puh, so müde. So, jetzt halt die Frage, wie tief ist es hier überall? 27 Meter? Wie nah soll ich denn jetzt da ran? Den Kurs an. Zu Mann. Befehl. Auf Seerohrtiefe. Muss ich jetzt auftauchen oder was? Um den Burschen abzuliefern. Ich tauch mal auf. Tanks anblasen! Nee. Jawohl, Herr Kaloy. Jawohl. Meter, wie nah muss ich ihn ran? Oh. Wie tief ist es hier? 18 Meter. Wie nah muss ich ihn jetzt noch ran hier? Oh, PvP, das Gehacke ist endlaut. Johannes. Ja, ich hab's gehört. So, abgeliefert haben wir ihn schon mal.
Kurs auf diese Koordinaten setzen. Neue Befehle. Schneller, schneller! Neue Befehle. Schneller, schneller! Schneller, schneller! Schneller, schneller! Ist die Frage, was ich jetzt machen muss. Ich kann es mir schon fast vorstellen. Sollen wir schnell beim Hells geht. Jo. Hast du schöne Grüße ausgerichtet? Ja, soll auch schöne Grüße ausrichten. Sehr schön. Der Spion Uwe Schott hat berichtet, dass sein Ziel im Hafen von Belfast schwer bewacht ist. Oberste Priorität muss umstellen. Ihre Aufgabe ist es, jede Ablenkung im Hafen durchzuführen, um Aufmerksamkeit auf mich zu richten. Ja, gut. Das habe ich mir fast gedacht. Ja, das stell dich auf dein Boot und pinkel ins Wasser. Ja. Pass auf. Legen Sie den Kurs an. So wie es die anderen machen, wenn sie auf einem 10 Meter hohen Sprungturm stehen und nein, pinkeln. Ich war hier schon mal. Ich habe hier, glaube ich, schon mal alles ausgelöscht. Ist aber sehr knapp an der Küste, hä? Ja, ja. Das werde ich dann auch anders machen. Eher so. Legen Sie den Kurs an. Mal hier hin. Melde mich zum Dienst. Brauchst du bloß den mittleren ziehen an der Küste. Ja, ja. Muss man nicht alles löschen. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Warst direkt an den Strand? Hm? Fährst du an den Strand direkt? Ja, ein bisschen hier die Aussicht genießen. Auf Seerohrtiefe. Zieh ich mal den Schnorchel ein. Gucken, ob Weiber am Strand liegen. Ja, genau. Paar Irren. Irinnen. Paar Irren. Irinnen. Begeben Sie sich nach Hafen Belfast. Ich begebe mich. Ich übergebe mich im Hafen Belfast. Also so eine Irre, die dich nicht heiraten, das sag ich dir. Oh, jetzt bewegt sich's aber wieder langsam hier, hä? Schneller, schneller! Eine Ablenkung, das heißt, hoffentlich habe ich T3s geladen. Warte mal, ich mache das mal aus. Ich will mal was schauen, weil... Weil die stehenden Schiffe mit T3s einfach voll einfach zum Wegnatzen sind. Warte mal, hier. Herr Kaloy? Was hab ich? Ja. Hey! Jawohl! Den. Ja, Grutze, fix! Jawohl! Zu Befehl! Zu Befehl! Ich will den da drin haben. Hey! Soll das jetzt? Herr Kaloy! Erschreck mich nicht immer so. Wieso? Was ist? Weil ich so hey gesagt habe, oder was? Ja, ich war jetzt gerade so schön am Einschlafen. Und du plärst da rein. Hey! Was ist denn im Heck? Ist im Heck T3s? Wie kann ich das wegdrücken, dass ich den nicht mehr eher habe? Da habe ich ein T3 drin, gut. Also sind in meiner Familie. Wenn du mich ärgerst, dann hacke ich auf der Tastatur rum, das sage ich dir. Hey! Ich würde gerne den T5er raushauen. Kann ich den nicht irgendwie tauschen gegen einen T3er? Klick, klack, klack. Geht nicht. Okay. Naja, wurscht. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir da jetzt sicher ankommen. Ich würde so glatt mal hier auch abspeichern, damit ich das mit dem Spion nicht mehr machen muss.
Speichern ist das Mülles Lust, holla di jo di ho. Los, speicher schneller. So. Schneller, schneller! Schneller, schneller, wir essen vom Teller. Das deutsche U-Boot fährt in den Hafen von Belfast. Es wurde übermittelt, dass alle Schiffe im Hafen versenkt wurden. Der Held kam mit dem U-Boot in das Großdeutsche Reich zurück. Ja, ja. Und fuhr mit dem Fahrrad wieder zurück. Genau, es waren Pole. Weißt du, die Polen haben Triathlon erfunden. Die sind, ja. die sind zu Fuß zum Baden, zum Schwimmen und mit dem Radl heimgefahren. Ja, und unterwegs haben sie noch ein Auto mitgenommen. Ja, genau. Also hat ja nichts mit Triathlon zu tun. Triathlon, verstehst? Gelaufen, geschwommen und Geradfahrt. Ja, ja. Ja, klar. Neue Befehle. Lenken Sie den Hafen ab. Lenken Sie die Hafenwache ab. Einfach mal so ein Torpedo reinjorgen, oder? Ja, da ist der, da ist der. Da ist der. Ja, da ist er. Kurs setzen. Alter, ich muss hier ein bisschen langsamer reintudeln, weil sonst... Ich darf nur nicht zu nah ran. In Polen darfst du ja auch nicht langsamer wie 30 mit dem Auto fahren, ne? Wieso? Und da sonst klauen sie dir noch die Reifen vom Auto. Ja, die Radkappen. Jetzt pass auf. Ist der Schnorchel drin? Der Schnorchel ist drin. Was bedeutet ein rotes Licht nochmal kampfbereit, oder? Das musst du doch jetzt schon langsam mal auswendig wissen. Blaues Licht ist, dass sie ganz still sein sollen. Rotes Licht ist Action angesagt, oder? Ja. Bestätigt. Herr Kaloyan, oh, ich darf nicht zu nah ran. Der sieht mich ja sofort. Wie tief ist es denn hier überall? Also 15 Meter? Wieso? Wieso zeigt er mir jetzt nichts an? Ah, hier, 35 Meter. Minus 15. Wie tief bin ich denn im Tauchzustand? Mindestens 12 Meter. Oh, oh. Sieht ja hier schon ganz dünn aus. Alter, viel mit abhauen ist hier ja dann nicht. Take me down to my... Du hast doch einen R-Gang. Rallye-Gang. Ja, kennst du es nicht? Wo er der Euden das Autobahn beibringt. So, der erste, zweite, dritte und er dann für Rallye. Ja. wie nah kann ich ran, dass der... Warte mal, ich will ja am liebsten... Ist der Schutz nah? Wollen wir lieber gleich hier so? Mach doch das Seerohr rein, dann sieht dich keiner. Fahr ran, lass ihn raus, schieß ein Schiff ab und hau wieder ab. Ja, wenn, dann schieße ich gleich drei oder so ab, mit dem, wenn die stehen. Ja, nicht immer übertreiben. Jetzt pass auf. Wie soll... Arm, auf Gefechtsstation! Ja, schrei nicht so rum. Ja, ja, ich hab mich jetzt selber voll erschrocken, ey. Alarm! Klärt da rum, der Depp. Ich muss mich ausruhen. Wie nah? Ist die Frage, wann sehen die dich? Ja, fahr mal Seerohr mal nochmal aus. Fahr mal hier, stopp. Haben die eigentlich in dem Spiel auch sowas eingebaut wie... dass Seeminen gelegt sind oder Sperrgitter oder irgendwas? Ja, 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 ja. Warte, ich zeig's dir. Ich mach mal Pause. Auf der Karte, schau hier. Halt, ich war ja auf der Karte. Jetzt pass auf. Wo sieht man's? Hier, siehst du? Das habe ich schon erforscht. Hier sieht man die Gitter. Wo? Ich sehe nichts. Hier, Netzsperren. Ach, da. In Cardiff. Und dann, pass auf. Hier sind auch Netzsperren. Und hier, siehst du, Minen. Ah, schön. Wie willst du denn da rein? Hey, ja, das ist Escape Flow. Und, oben, und ja. Geschütze sind auch Flak. Siehst du es? Einmal frei. Habe ich euch schon erforscht, ja, weil ich bin da ganz der Schlaubi. So ein bisschen näher würde ich jetzt aber. Ich brauche noch einen am Kartentisch, dann sehe ich mehr, oder?
Soll ich noch ein bisschen näher ran? Ich habe irgendwie Angst, dass sie mich entdecken. Aber weißt was? Bis jetzt hat mich noch keiner entdeckt. Ich speichern. Aber auf hier. Oder? Ja. Bing. Bisschen näher gehe ich dann schon noch ran. Nein, ich muss gleich mehrere versenken, weil die kommen ja dann sofort zu mir, weißt du schon. Ja, dann tust du halt 3-4 Schiffe gleichzeitig markieren. Eins nach dem anderen, ne? Oh, jetzt. Und dann schießt er 1, 2, 3, 4 Torpedos ab und dann ab. Warte mal. Wir sind da 1, 2, steht da innen oder außen? 1, 2, 3, ach du Scheiße, 4, 5. So viel habe ich gar nicht. 5 könnt ihr gehen. Jetzt pass auf, jetzt zeige ich dir. Trick 12 und 30. Alle markieren? Nee, ich markiere die gar nicht. Ich mache das alles manuell. Warum? Weil es viel schneller geht. Ich hätte jetzt der Reihe nach mal markiert, Zielberechnung gemacht und... Nee, das dauert so lang. Du kannst ja nur immer 2 gleichzeitig markieren mit Zielberechnung. Jetzt schau her. Ach, was ist denn das? Oh, Geschütze. Ja. Ich muss bloß schauen, wo der... Ah, habe ich schon entdeckt. Das ist doch ein Fischkutter, oder? Da. Ist noch einer. Bumm. Das ist einer. Jetzt pass auf, hier haben wir einen T3. Den T5 habe ich mir auf, falls ich verfolgt wird. Das ist ein T3. T3. Schieß erst auf die, wo am weitesten weg sind. Weil dann hast du in der Laufzeit vom Torpedo die restliche Zeit über, die näheren anzupeilen. Mhm. Schau ich mal hier durch. Ich fange von ganz links an. Zieh nach rechts rüber, da ist der nächste. Also 4 kriege ich auf alle Fälle und dann verpisse ich mich. Da ist wieder einer. Ist da noch was? Oh Gott, da ist noch einer. So viel Torpedos habe ich gar nicht. Hoffentlich laden die schneller. Okay, dann geht's hier los. Okay. Tor 5! Bewässern! Tor 5 bewässert. Los! Tor 4! Bewässern! Rohr 4 fertig. Los! Rohr 1, bewässern! Rohr 1, bewässert! Los! Das ist der eine nicht vorgewärmt, das ist natürlich blöd. Ist egal, ich schicke den Tier 5 auch noch daran. Rohr 2, bewässern! Die machen schon irgendeinen Krach. Rohr 2 fertig. Los! So, jetzt pass auf. Und jetzt machen wir uns vom Acker. Nee, jetzt gehen wir erst einmal in die Außenkamera und gucken, ob das richtig Bumm macht. Kurs auf diese Koordinaten. Das macht mehr als Bumm. Zu Befehl. Okay, warte mal, ich mach mal hier gleich hier mein Weg raus. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt. Heißt er pennt, der wo eigentlich das Zeug machen soll. Ja, die kannst du doch jetzt sowieso alle ins Bett schicken. Brauchst du doch nicht mehr. Nee, warte mal. Das war der letzte, gell? Wird vorgewärmt, dann schießen wir den auch noch auf den anderen. Auf den hier. Mich interessiert, wenn ich sie nicht vorwärme, ob ich ihn... Es wäre schön, wenn eine Anzeige da wäre, wie weit er ist mit dem Vorwärmen. Ne? Ach, hier ist die Anzeige. Oh, das sieht. Geh mal auf die Außenkamera. Ja, ich bin ich doch. Nein, auf die richtige.
Damit man die Explosionen sieht. Ja, da muss ich ja, ich kann ja nicht alle auf einmal hier. Den habe ich gar nicht gesehen, den habe ich gar nicht anvisiert. Ich habe den anvisiert gehabt. Die Ruhe vor dem Sturm. Mal schauen, wie viel Keimmauern du wieder kaputt machst. Feindliches Schiff wurde getroffen. Na, jetzt müssten es aber langsam voll daneben. Feindliches Schiff wurde getroffen. Voll daneben. Feindliches Schiff wurde getroffen. Kannst du wieder zurückfahren? Ich habe ja gesagt, bleib dort. Ich habe kein einziges Schiff, das kann doch gar nicht sein, oder? Wo hast denn du hingeschossen, hä? Ja, direkt auf die Schiffe, die haben sich nicht bewegt. Also. Schau mal, wo der Torpedo hingeht. Ach. Die sehen mich. Die sehen mich doch gar nicht, oder? In Wirklichkeit. Ich lach mich kaputt. Also das war jetzt ein Flop, ne? So, jetzt hast du die Arschkarte gezogen. Schau dann wieder hier, hä? Ach, der ist unter Wasser, deswegen. Kein Wunder, dass ich nichts sehe. Ja, wenn jetzt die ganzen Zerstörer auf dich kommen, ja, kannst du mal eins ausprobieren. Ganz sanft und leicht dich auf Grund legen. Nee, es geht ja hier nicht. Die schauen ja trotzdem oben raus. Wo ist denn der verfluchte Zerstörer? Was schaut oben raus? Hm? Bewässern! Was guckt denn oben raus? Wenn du Rohr dich auf den Grund legst. Bewässern! Rohr 3 bewässert! Rohr 5 bewässert! Kommt direkt auf mich zu. Ich halte mal ein bisschen vor, so. Los! Geh halt mal auf Grund. Nee, es ist doch hier nicht tief. Es ist hier gerade mal 15 Meter. Ja, aber deswegen kannst du doch dich auf Grund legen. Die sehen mich doch trotzdem. Normalerweise können sie dich, wenn du am Boden direkt unten bist, nicht orten. Mei, der geht durch das Schiff. Was ist denn das? Vielleicht trifft er den. Hab ich auf den geschossen? Alter, wie sie jetzt alle hinter mir her sind. Ja, dann mach Vollgas und. Ich bin schon auf Vollgas. Ja, dann mach Backbord oder Steuerbord und weich aus, sonst fährt er über dich drüber. Ja, warte, warte. Schnell der Kaloin, der muss noch schnell hier. Ja, seinen Kaffee trinken, okay. Ach Mann, der hat keine Dinger. Ach, komm schon, Kaloin. Wo waren die denn? Hier? Wasserbomben. Ja. Was suchst du denn? Wasserbomben. Hier, das. Ach so. Oh, ich glaube. Ja, zu spät, das war schon. Ich wirst du nimmer brauchen. Oh, der ist. Der andere schrubbt. Ich lach mich immer weg. Schau mal, ob es trotzdem funktioniert mit den Täuschkörpern. Aber der ist schon über mir. Ja, dann schlag doch mal einen Haken. Wasserbomben! Wasserbomben! Ach, verdamm ich doch. Dass ich nichts getroffen habe, das kann doch nicht sein. Wassereinbruch! Ja, das kannst du schon vergessen. Die Dieselmotoren sind ausgefallen. Alarm! Wassereinbruch! Das kannst du schon vergessen wieder. Ah,
Wieso hat der kein einziger Torpedo getroffen? Ich habe genau drauf gezielt. Das verstehe ich nicht. Ohne Schwan. Erledigt. Schaden repariert. Schaden repariert, ja, hier. Schadensbericht. Alarm! Wassereinbruch! Schadensbericht! Alarm! Ja. Du machst aber auch keinen Ausweichkurs. Ich sagte ja, die sehen dich. Die sehen dich sogar, wenn die runterschauen, wenn du da für 2 Meter über Wasser bist. Warte nochmal. Ja, ich verstehe nicht, dass ich nichts getroffen habe. Das verstehe ich nicht. Hast du vielleicht eine Abweichung noch drinnen gehabt im Torpedo? Nee, gar nichts. Normalerweise geht das einwandfrei. Das habe ich schon mal gemacht so, und ich habe alles getroffen, was da war. Ja, dann mach's noch einmal. Ja, mach ich auch. Ja, so lange halte ich nur durch. Machen wir hier nochmal. So, da sind wir wieder. Auf ein neues. Hier, warte mal, ich wollte noch ein bisschen näher ran. Gerne. Wie schaut denn deine Zeit aus mit dem Video? Ja, das passt. Ja, ein bisschen noch 4 Minuten, aber. Okay, machen wir wieder Überlänge. 1, 2, 3. Was wollte ich denn jetzt? Abmoderisieren und dann neu. Machen. Ich wollte Rache in Ballfest. Irgendeinen Kartentisch wollte ich einen hinschicken. Abmoderieren, meine ich. Feindlicher Zerstörer auf so 12 Schmarrn. Uhr. So. Jetzt pass auf, jetzt bauen wir mal hier, weil wir machen das anders. Ich warte nicht mehr, bis alles einschlägt. Ich verpisse mich gleich. Weil ich muss ja nur eine Ablenkung machen. Ich muss ja nicht zuschauen, wie die versenkt werden. Nö, musst du nicht. Genau. Aber du musst halt auch einen treffen, ne? Ja, warte mal. Ja gut, ich meine, wenn du hier die Kaimauer schießt, ist das auch eine Ablenkung, ne? Ja, nee, genau. Einfach nur ablenken eigentlich. Man muss dabei ja nichts zerstören, ne? So. Schneller, schneller! Ich will mich jetzt, naja, nur mal drehen. Dass ich da gleich in die richtige Richtung abdüsen kann. Und nicht wieder irgendwo hängen. Kann das sein, dass du vielleicht zwar durch dein Okular durchgeschaut hast, aber hast es aber nicht eingerastet? Nee, muss ja nicht einrasten, wenn du es manuell. Aber warum ist es mal klein und mal groß? Das checke ich irgendwie auch nicht. Schau mal das kleine Loch halt jetzt da an wieder. Weil normalerweise, wenn du da durchguckst, musst du einrasten machen. Nein, das dann ist nur, abschießen. Wenn er berechnet beim Einrasten. Also bei mir ist es andersrum. Ich frage mich, warum mein Okular mal klein und mal groß ist. Das, schau mal, jetzt ist wieder so ein Mini-Loch. Naja, weil du halt mal große Augen hast, mal kleine Augen hast. Ja, verstehe ich nicht. So siehst du wieder kaum was. Da, genau so draufgehalten, weißt du? Ja, und normalerweise müsste es jetzt auf Einrasten gehen. Nee, dann berechnet er ja. Probier doch mal. Ich weiß es hundertprozentig. Ich brauch's nicht probieren. Okay. Und warum hast du nicht getroffen? Keine Ahnung. Siehste? Haben wir schon wieder. Schau her, wenn ich einrasten mach. Hier. Jetzt der hier. Auf E. Ja, dann musst du doch manuell einrasten können, abschießen, Stil wechseln machen und aufs nächste Boot gehen. Muss doch möglich sein. Gibt's ja nicht. Siehst du, hat er hier 25%. Obwohl, dass du auf manuell bist. Jetzt habe ich es gelöscht, jetzt ist es weg. Jetzt raste ich ein. 25%. Verstehe ich nicht. Rohr 1 bewässern. Weil wenn ich das per Hand einraste, dann habe ich ja schon meine Koordinaten da drinnen. Dann braucht er das ja nicht mehr automatisch berechnen. Schau, jetzt hat er bewässert, jetzt kannst du nicht abschießen unten. Siehst du es?
Bis er 100%. Oh. Hier, bei Abschuss von dem Torpedos. Wenn ich jetzt nicht einraste, auf E löschen. Komisch. Schaher kann ich abschießen. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Weil es muss ja ein Unterschied zwischen manuell und Automatik sein. So. Ach, ich verstehe es nicht. Los! Rohr 3, bewässern! Rohr 3, los! Rohr 4, bewässern! Rohr 4, fertig! So. Los! Rohr 5, bewässern! Rohr 5, bewässern! Los! So. So, und jetzt gibt's die große Abhau. Schneller, schneller! Oha. Oha. Alles auf ein Schiff, oder wie? Nee. Ich bin jetzt schon. Entschuldigung. Ich alles auf eine Keimauer. Ja, ich bin ja gespannt, was. Schau, wo der hingeht. Das ist unfassbar. In die Ecke da rein. Ja, da passt doch irgendwas. Ja, nicht aber das hier. Kann doch nicht sein, wenn ich. Den habe ich erwischt. Der ist auch daneben. Sie gehen unter. Feindliches Schiff wurde getroffen. Zwei. Nee, auch nicht dort. Feindliches Schiff wurde getroffen. Auch nicht. Wieder. Also dann machst du doch da irgendwas verkehrt. Das gibt's doch nicht. Ich versteh's ehrlich gesagt auch nicht, was passiert, warum es nicht geht. Also ich will dich damit ja nicht angreifen, aber irgendwas passt ja da nicht, ne? Ja, keine Ahnung. Weil normalerweise hast du ja zwei Systeme. Das eine, das automatische, wo ich dann an den Leitrechner weitergebe oder an dem, der unten am Kartentisch sitzt oder an der Bedienung sitzt. Markiert es mit meinem Periskop. Dann hat er die Koordinaten, überträgt die an den Rechner, an den Zielrechner und schießt. Gut, das dauert ja. Das wissen wir ja, bis da 100% vollgerechnet sind. Aber wenn ich hingehe und das manuell mache und auch einraste, dann muss der sofort eigentlich auf die entsprechenden Gradzahl sein Ding einstellen. Also ja, und jetzt ziehst du einen T5er raus und der geht an zwei Schiffen vorbei und nimmt das hintere. Das ist auch, das verstehe ich nicht. Also es ist, irgendwie ist es ein bisschen sehr suspekt. Ja, das kann man jetzt wieder nochmal neu laden. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ciao, ciao.